Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier mit mir, Herr Rudolf, im Rahmen der Dreizack-Chronik. Wir haben heute mal einen bedeckten Herbsttag. Es ist schön warm und trocken. Und bedeckt heißt keine Sonne und keine Sonne heißt keine harten Schatten und dementsprechend eine schöne, sanfte Ausleuchtung des Ganzen. Das Thema dieses heutigen Videos lautet Aufstand der Regenerierten. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten in meinen Videos immer wieder auf die Degeneration hingewiesen. Und wie wir alle wissen, ist Generation die Erzeugung in vielfacher Hinsicht übrigens, ne? Generation, eine ganze Generation, aber generate im Englischen heißt eben auch erzeugen, erschaffen. Und so ist das, was eine Generation ausmacht, eben auch eine Erschaffung und eine Erzeugung. Wenn wir allerdings degenerieren, dann ist es so, dass nicht etwas erzeugt wird, sondern es bildet sich zurück. Das heißt im Klartext, dass es nicht seiner Rolle im Rahmen der Evolution nachkommt und sich verändert, anpasst und verbessert. Ich sage es nochmal, dass es nicht seiner Rolle in der Evolution nachkommt und sich verändert, anpasst und verbessert, sondern es bildet sich zurück, es faltet sich nach innen. Das allerdings nicht auf eine bewusste Art und Weise, wo klar wird, dass es jetzt mal Zeit ist, sich eben nach innen zu falten, nach innen zu gehen, sondern auf eine unbewusste, unfreiwillige, ohne den freien Willen, unfreiwillige Art und Weise. Und das ist das, was wir jetzt gerade verstärkt in unserer, ich sage es jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, Zivilisation sehen, denn das, was wir gerade an den Tag legen, ist alles andere als zivil. Und wir sehen das allein an zwei Dingen, die da hervorragen. Und das eine ist die Architektur. Und das zweite ist die Sprache. Wenn wir uns die Architektur von vor 100 Jahren anschauen, von vor 150 Jahren anschauen und die mit unserer heutigen Architektur vergleichen, ich möchte jetzt nicht umschalten und den Hagebau-Profi-Markt in Lüchow zeigen, da kriegst du das kalte Kotzen und oder auch wenn du hinten das anschaust, das Gebäude, was da gerade lang lief und was vielleicht jetzt auch nochmal im Hintergrund erscheint oder beziehungsweise Neues erscheint. Kann man das sehen? Da. Also da. Ja? Das ist unsere Art von Architektur in der heutigen Zeit. Und diese Architektur spricht natürlich von einer gewissen Geisteshaltung. Und diese gewisse Geisteshaltung drückt sich natürlich auch aus in Form von Sprache. Das heißt, wenn wir unsere Wortwahl anschauen, wenn wir sehen, wie wir Sprachen miteinander vermischen, wenn wir sehen, wie wir mit 400 PS Autos überholt, dann stellen wir ganz schnell fest, dass wir in einer Zeit angekommen sind, die eben von Degeneration zeugt. Und da täuscht auch nicht unsere technologische Entwicklung drüber hinweg, wenn das richtig ausgedrückt ist. Unsere technologische Entwicklung ist sicherlich ein Meilenstein, weil nichts entweder oder ist. Nichts ist entweder komplett degeneriert oder ist generierend. Sondern es gibt immer ein sowohl als auch.
Aber auch hier bei den technologischen Errungenschaften ist es mittlerweile so, dass der Mensch im Allgemeinen damit gar nicht mehr umgehen kann. Er kommt mit diesem technologischen Fortschritt gar nicht mehr zurecht. Das geht viel zu schnell und ist viel zu viel. Und die Masse der Bevölkerung fällt hinten unter, hinten rüber. Und diejenigen, die nicht hinten rüberfallen, weil sie an der vordersten Front der Technologie sind, kompromittieren sich auf andere Art und Weise. Und zwar im Bereich der Ernährung, im Be Bereich des Lebensstils, im Bereich der Beziehungen. Das heißt also, sie sind vielleicht technologisch an der vordersten Front, weil sie bestimmte Dinge benutzen können, beherrschen, erklären können, etc. Aber auch hier wieder in den allermeisten Fällen kommt das mit einem Preis. Zu einem Preis hat das einen Preistag, einen Preisschild. Das heißt, es entsteht auf Kosten von etwas. Und das wird oft von denen nicht gesehen, während sie da drin sind und während sie die Technologie vorantreiben. Der Menschheit als solches, und das ist meine heutige Sicht im Jahre 2024, kommt diese rasante technologische Entwicklung nicht zugute. Und das haben wir gesehen, weil wir sie nicht zum größten Teil, nicht zum Wohlwollen, zum Wohlbefinden, zum Wohl der Menschheit einsetzen, sondern sie wird zur Zerstörung eingesetzt. Sie wird zur Zerstörung der Familie eingesetzt oder ist ein Resultat oder das, was, es resultiert in der Zerstörung der Familieneinheit. Sie wird zur Zerstörung der Gesundheit eingesetzt und sie wird immer noch zum größten Teil zur Zerstörung der Umgebung, der Umwelt eingesetzt. Da täuscht auch nicht drüber hinweg, dass wir eben die Technologien nutzen können, um bestimmte schädliche Einflüsse zu eliminieren oder sagen wir mal zu ersetzen durch bessere. Das ist, wie gesagt, das ist meine Einsicht und du magst da gerne von abweichen. Und wenn du das tust, dann schreib mir das gerne als Kommentar rein, würde ich nämlich gerne wissen, ob du das anders siehst. Aber dieses Video dreht sich nicht um die Degeneration. Ich erwähne das nur, um da einen Kontext zu schaffen, um dir erstmal klar zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es dir klar machen möchte. Ich möchte dich informieren und du formst dann deine eigene Meinung draus. Aber wenn ich mir die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte angucke, die Jahre, die ich gelebt habe, beziehungsweise jetzt die letzten Jahre, wo ich immer bewusster geworden bin und mir solche Dinge eben einfallen und auffallen, mehr auffallen als einfallen, wo ich eben zurückgucken kann und wo ich durch dieses Zurückschauen vergleiche und wo dieser Vergleich zu einer Bewertung führt. Und wo mir auffällt, dass wir vor 100, 120, 150 Jahren schon in vielerlei Hinsicht so viel weiter waren, als wir heute sind. Ja, wir hatten keine LCD-Displays oder LED-Displays, wir hatten keine Navigation, aber es gab bestimmte Dinge, die brauchten wir auch nicht. Es ist ja nicht so, dass nur weil es sie gibt, sie auch nützlich sind. Und sicherlich ist es so, dass vieles, also eigentlich alles kann von beiden Seiten betrachtet werden. Das hatte ich ja in meinen früheren Videos auch schon thematisiert. Aber wenn du dir den generellen Trend anguckst, dann siehst du, dass die Leute mehr haben, aber weniger sind. Das ist ein interessanter Punkt. Sie haben mehr, aber sie sind weniger. Warum sind sie weniger? Weil sie mehr haben, weil sie auch mehr abhängig sind von dem, was sie haben. Denn du bist nicht abhängig, besteht keine Abhängigkeit von dem, wer oder was du bist. Auch darüber darfst du dir mal kurz ein paar Gedanken machen. Ich wiederhole das gerne nochmal. Du bist abhängig von dem, was du hast, aber du bist nicht abhängig von dem, wer oder was du bist. Denn das, was du bist, wer du bist, hat eine gewisse Permanenz und da besteht keine Abhängigkeit davon. Sicherlich gibt es da auch wieder Ausnahmen, logischerweise. Das, was du hast, aber davon bist du abhängig, weil das kann dir genommen werden. Und oft definieren sich die Menschen über das, was sie haben, oder sie definieren sich zu sehr über das, was sie haben und zu wenig über das, wer sie sind. Auch das ist ein Zeichen von Degeneration.
Das ist ein Zeichen von Zusammenfall. Das ist ein Zeichen von Primitivität. Das heißt, die letzten Jahrzehnte sind zwar technologisch rasant nach vorne gegangen, aber sie haben uns letzten Endes degenerieren lassen. Sie haben uns zunehmend abhängig gemacht von den Technologien. Und diese Abhängigkeit ist halt nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern es ist etwas, was einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Lebensqualität hat. Und wenn du heute siehst, dass sich viele Sorgen darüber machen, nicht Sorgen darüber machen, aber Gedanken darüber machen, dass ihr Stromzähler noch rückwärts läuft und nicht durch einen neuen ersetzt wurde, der nicht mehr rückwärts laufen kann, dann weißt du ungefähr, wohin das gekommen ist oder wie weit das gekommen ist. Aber wir sind jetzt schon 10 Minuten dabei. Nochmal kurz als Zusammenfassung, weil es als meines Erachtens ist wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht in einer Hochzeit befinden gerade. Wir befinden uns in einer moralischen, ethischen, politischen, wirtschaftlichen Degeneration. Das ist überall zu sehen anhand der Politiker, die zumindest im Rampenlicht stehen. Das ist zu sehen in Deutschland, in England, das ist zu sehen in Polen, das ist zu sehen in Frankreich, das ist zu sehen sicherlich auch in Italien. Das ist auch zu sehen insbesondere in Amerika, wo es nur noch im Prinzip eine Shitshow ist. Also es ist mehr, du weißt nicht genau, ob das mehr Shit oder mehr Show ist, aber wahrscheinlich eine gute, gesunde Kombination davon. So, das siehst du im kulturellen Bereich, das siehst du an der Kunst, das siehst du eben daran, wie sich die Leute ausdrücken, wie gewählt oder ungewählt sie sich ausdrücken. Das siehst du allein an dem, wie sich die Leute auf den sozialen Medien ausdrücken, in den sozialen Medien ausdrücken, wie unbeherrscht sie sind. Und unbeherrscht heißt, dass sie keine Herrschaft haben. Sie haben keine Herrschaft über sich selbst, über ihre Gedanken, über ihre Wortwahl. Wie leicht sie sich zu etwas hinreißen lassen. Wie leicht sie getriggert werden können. Das ist ja letzten Endes dasselbe, wie sich hinreißen lassen. All diese Sachen sind Zeichen von Zusammenfall. Und das gilt es zu erkennen. Und jetzt kommen wir nach 12 Minuten zu dem eigentlichen Thema. Zu dem Aufstand oder der Revolution, nicht der Degenerierten, sondern der Regenerierten. Denn es gibt immer mehr Menschen, die das erkannt haben, diesen Zusammenbruch, diese Degeneration der Zivilisation erkannt haben und Maßnahmen ergreifen, die zur Regeneration, also zur Wiedererzeugung führen. Und diese Maßnahmen findest du in vielen, vielen Bereichen. Die findest du im Bereich der Bildung, wo Leute interessanterweise die Technologie, die ja nicht grundsätzlich schlecht ist, nutzen in geregeltem Maße und für sich selber entscheiden, welche Kanäle sie frequentieren, erkennen, wie die Medien oder sagen, die Medien selbst, nicht die Medien, die Inhaltsanbieter, sondern die Plattformen, wie die Plattformen gesteuert und manipuliert werden, wie die Algorithmen funktionieren. Die Leute wissen das und fallen nicht darauf rein, das ist ein Zeichen. Sie suchen sich ihre eigenen Medien aus, die sie konsumieren. Sie erkennen aber auch dort, dass bei dem Konsum der eigenen Medien eben auch der Algorithmus immer wieder reinkickt, und sie dann sehr einschränkt in ihrer Wahl. Und sie sind immer wieder dabei, diese Wahl durch das Ausschalten des Algorithmus wieder zu verbreitern. Das ist ungefähr wie ein Genpool, wie wir das zum Beispiel im Nahen Osten sehen bei unseren Freunden. Wenn der Genpool zu eng wird, dann wird es in der Birne matschig, dann wird es böse. Und das sehen wir im Nahen Osten. Und das heißt, der Genpool muss breit gehalten werden, der muss vielfältig gehalten werden, ansonsten degeneriert er. Also das ist jetzt mal ein Beispiel. Das sieht man auch daran, dass diese Leute das hinterfragen, was sie konsumieren in Form von Nahrung. Wo sie die Nahrung herbekommen, woraus die Nahrung zusammengesetzt ist, wer die Nahrung herstellt, welche Absicht da eventuell dahinter steckt, ihnen diese Form von Nahrung zur Verfügung zu stellen. Was ist der Preis der Bequemlichkeit des Erwerbs dieser Nahrung? Schöne Frage. Ich frage sie nochmal. Was ist der Preis
für die Bequemlichkeit des Erwerbs dieser Nahrung kannst du dir gerne mal die Frage stellen, was du letzten Endes dafür zahlst, dass du bei Rewe, Aldi, Lidl, DM, Rossmann etc. billigen Kram einkaufen kannst. Wie sehr bist du auf billig getaktet? Wie sehr bist du degeneriert, dass du überall nur das Billigste suchst? Was sagt das über dich aus, überall nur auf das Billigste zu schauen? Was sagt das über dein Bewusstsein aus, dein Mangelbewusstsein aus, überall nur im Mangel zu sein und daher das Billigste suchen zu müssen? Wie sieht deine Regeneration aus? Oder lassen wir nicht die Frage weg, gehen wir wieder auf die Regeneration, auf die Merkmale von den Regenerierten aus. Das heißt, die Regenerierten sehen zu, dass sie Essen bekommen, was möglichst aus der Nähe kommt. Idealerweise Nahrung, die sie selbst angepflanzt haben. Ihre eigene Nahrung. Nicht etwas, was von anderen gemacht wurde, wo ihre eigene Energie hineingegangen ist, wo ihre eigene Liebe und ihre eigene Zuneigung reingegangen ist. Wo sie eine tiefe Verbindung zu der Nahrung haben. Und jetzt sage ich das mal ein bisschen ketzerisch, ganz gleich, ob sie fleischlicher, tierischer oder pflanzlicher Natur ist oder geistiger Natur ist. Sie haben eine Verbindung, eine emotionale Verbindung zu dem, eine Gefühlsverbindung zu dem, was sie zu sich nehmen an Nahrung. Das hat niemand von den Degenerierten, die im Mangelbewusstsein leben und sich bei den Discountern eindecken. Nur mal so am Rande. Und wie gesagt, es gibt kein Entweder-Oder. Die Discounter spielen auch eine entscheidende Rolle bei bestimmten Sachen. Aber es gibt grundlegende Aspekte, wo niemand der Regenerierten bei einem Discounter kaufen würde. Was niemand der Regenerierten beim Discounter kaufen würde. So, das heißt also, die Regenerierten sehen zu, dass das, was sie nährt, dass das, was sie mit Energie versieht, und versorgt, dass das aus einer unkontrollierten Quelle stammt. Denn welche Auswirkungen hätte das? Darf man sich gerne mal ein paar Gedanken drüber machen. Die Regenerierten sind die, die nicht nur über die Nahrung auf ihren Körper achten, sondern sie achten auch über ihre sportliche Betätigung oder das Komplementär dazu, die Entspannung, darauf, dass es ihnen gut geht. Das heißt, dass sie auf der einen Seite zusehen, dass sie durch die Bewegung Energie generieren, erzeugen. Durch den Verbrauch wird allerdings mehr erzeugt, weil das positiv ist, weil das konstruktiv ist, weil durch die Bewegung bestimmte Aspekte eben ausgeglichen oder auch wieder harmonisiert werden oder im Ausgleich gehalten werden. Und dass das Komplementär dazu eben dazu führt, dass genug Entspannung da ist, dass genug nach der Anspannung die Entspannung kommt, dass regeneriert werden kann auf eine positive und auch hier wieder auf eine bewusste Art und Weise. Viele Leute regenerieren auf eine unbewusste Art und Weise im Krankenhaus. Sie werden gezwungen, sie müssen dann den gelben Schein einreichen, dann sind sie außer Gefecht. Und die Regenerierten sind die, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass sie außer Gefecht gesetzt werden, weil sie nicht nur vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Letzten Endes ist ihr gesamter Lebensstil eine vorbeugende Maßnahme. Das heißt also, sie beugen durch das, was sie tun, dem vor, dass es irgendwo zu einer Degeneration kommen kann. Und wenn es dazu kommt, wissen sie sofort, was zu tun ist, um diesen Missstand wieder auszugleichen oder zu beseitigen. Die Regenerierten sind auch nicht abhängig vom Geld. Sie sind abhängig nicht von wie viel Geld oder wenig Geld sie haben, weil sie sich nicht darüber definieren und weil sie sich nicht über ihren materiellen Wohlstand, ihre Habseligkeiten, schönes deutsches Wort übrigens, über ihre Habseligkeiten definieren, sind sie auch nicht dem Stress ausgesetzt, der entstünde, Konjunktiv, wo wir schon bei der Sprache sind, der entstünde, wenn man erkennt,
dass es einem angeblich an irgendetwas Materiellem mangelt. Das heißt, die Regenerierten haben nicht nur alternative Zahlungskanäle, derer es viele gibt, sondern die Regenerierten lassen auch auf vielerlei Hinsicht gar nicht den Stress aufkommen, den es bei den Degenerierten gibt, weil die sich im Mangel sehen und weil sie dann aufgrund dieser Mangel erzeugten Stressreaktion auf eine, ich möchte mal sagen, meist dumme oder suboptimale Art und Weise reagieren. Und da führt das eine zum anderen. Das heißt also, der aus der Unwissenheit oder Inkompetenz erzeugte Stress führt dann zu noch mehr lebenswidrigen Entscheidungen. Bei den Regenerierten ist es nicht der Fall. Die Regenerierten hängen nicht ab, von dem, wie viel oder wenig Geld sie haben, weil sie sich darüber nicht definieren. Und sie wissen eben auch, wenn es ihnen an etwas mangelt, wissen das auch aus eigener Kraft, durch die eigene Geisteskraft, durch die eigene Initiative wieder zu erzeugen. Das heißt, das kann durchaus mal durch verschiedene Umstände dazu kommen, dass du wenig Geld hast, aber nur weil du wenig Geld hast, fühlst du dich nicht automatisch arm oder minder bemittelt, sondern das ist einfach nur ein temporärer, ein momentaner Zustand, der sich genauso schnell wieder ändern kann und ändern wird, wenn du ihn als, ich sag jetzt mal neutral gesehen, unerträglich betrachtest. Und es gibt halt immer mehr Menschen, die eben auch das Bildungssystem hinterfragen. Gehörst du dazu? Bist du mit deiner Bildung zufrieden? Glaubst du all das, wodurch du noch über die Schule hinaus durch die Medien gebildet wirst? Glaubst du das, was in den Nachrichten, in dem, was nachgerichtet wurde, Nachrichten, vermittelt wurde? Oder hinterfragst du das? Ist dir das aufgefallen? Als Degenerierter oder als Regenerierter, also aus meiner Sicht, deshalb frage ich das, ob dir das aufgefallen ist, wie du da manipuliert wirst und wie du in eine bestimmte Richtung getrieben wirst, insbesondere jetzt von den Staats-, das heißt von den gesellschaftsfinanzierten Medien, die du in Deutschland konsumierst. In Österreich, in der Schweiz, ich weiß nicht, wie sehr das dort anders ist. Fällt dir das auf, wie du gebildet worden bist in der Schule? Im Vergleich zu der Bildung, die du erhalten könntest durch alternative Medien, was deinen Horizont noch sehr viel erweitern könnte, dich nicht auf dieser engen, dummen, abhängigen Spur, verdummenden, abhängigen Spur hält, sondern das, was deinen Horizont erweitert. Das zeichnet übrigens auch die Regenerierten aus, dass sie wissen, dass sie von den bestimmten Medien manipuliert werden, dass dort die Absicht da ist, dich in eine enge und unterdrückende, im neutralen Sinne unterdrückende Spur oder in einen Raum zu befördern, der dich nicht frei entfalten lässt. Der nicht dazu da ist, dass du dich frei entfaltest, um die Sprache akkurat zu benutzen. Der ist dazu da, um dich in den Abhängigkeiten zu halten, um dich in der Polarität zu halten, in der negativen Polarität, in der, dass du gegen etwas bist, anstatt dass du dich für etwas entscheidest. Dass du trennst, anstatt dass du vereinst. Der Trennungspunkt ist natürlich sicherlich ein wichtiger. Aber es heißt in der Hermetik oder in den Geheimbünden, solve et coagula. Das heißt, ne, löse es auf, aber dann bringe es zusammen. Wieder. Mach eine Einheit draus. Das hat dir bisher noch keiner erzählt. Genauso wie wahrscheinlich dir noch keiner außer mir erzählt hat, dass dein Glaube zum Wissen führen soll. Wenn dein Glaube nicht zum Wissen führt, kannst du es vergessen. Wenn du sagst, ich glaube etwas, ist das völlig egal. Wichtig ist das, was du weißt, was vorher mal ein Glaube war, aber jetzt zu einem Wissen geworden ist. Dadurch zeichnen sich die Regenerierten eben auch aus, dass sie wissen, wozu der Glaube da ist, dass sie den Glauben bewusst einsetzen, um zum Wissen zu kommen und dass sie aber auch nicht davor zurückschrecken, ist falsch ausgedrückt, den Glauben in die Tonne zu treten, wenn sie merken, dass ihnen dieser Glaube nicht dienlich ist.
Welchen von den Gläubigen ist denn das schon mal präsentiert worden, dass sie sich darüber mal Gedanken machen? Die Regenerierten zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie das erkannt haben und dass sie, wie gesagt, den Glauben bewusst einsetzen, aber um ihn nachher fallen zu lassen für diese Sache und dass sie dann vielleicht an etwas Neues beginnen zu glauben, das aber immer wieder auf die Probe stellen, um zu gucken, ob diesen Glauben weiterhin geglaubt, das heißt gelobt, geloof im Afrikaansen, vielleicht auch im Holländischen oder Niederländischen, ob dem eben weiter geglaubt oder gelobt werden kann. Und wenn nicht, also dem Lob ausgesprochen werden kann. Und wenn eben nicht, dann kann das weg, das Zeug. Das ist wichtig zu verstehen. Auch das zeichnet die Regenerierten aus oder scheidet sie von den Degenerierten. Die Degenerierten glauben alles, was ihnen von irgendwelchen Medien vorgeplappert wird, weil es einfacher ist, das zu glauben, weil es immer schwerer ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das, was einem präsentiert wird, egal von wem, egal durch welche Kanäle, zu hinterfragen. Es ist immer schwerer, zwei zu haben, zwei Fälle zu haben und die wieder zusammenzuführen, zu vereinen, als eine Sache einfach nur blind zu akzeptieren. Aber das macht letzten Endes Intelligenz aus. Wahre Intelligenz. Und durch diese Intelligenz entsteht eine gewisse Überlegenheit. Sicherlich auch anderen gegenüber, aber primär sich selbst gegenüber. Und jetzt siehst du eben im Bildungssystem, im Ernährungssystem, im Lebensstilsystem, im politischen System, gibt es zunehmend einen Aufstand der Regenerierten, die gesehen haben, die vorher eine Situationsanalyse gemacht haben, die genau beobachtet haben und die erkannt haben, dass es eben hier zu einer Steuerung kommt, Zeitgeiststeuerung der Degenerierten und dass sie diesen Dreck nicht mehr mitmachen wollen und dass sie sich dann, dass sie aufstehen, aber dass es nicht irgendwo eine Mistgabelrevolution auf der Straße ist, sondern es ist eine, die abseits davon stattfindet, die findet im Stillen statt, aber die findet zu Tausenden und Hunderttausenden statt und es werden immer mehr die aufwachen, es werden immer mehr die erkennen, wie sie von den Degenerierten ausgenutzt werden oder wo die Degenerierten versuchen, sie auszunutzen, um an ihre Lebenskraft heranzukommen, um an ihr Geld heranzukommen, um sie zu missbrauchen. Das haben wir ganz besonders gesehen manipulierten und manufaktierten, wie heißt denn das auf Deutsch, künstlich hergestellten Plandemie. Wunderbares Beispiel, hat jeder von euch miterlebt, weil jeder, der dieses Video sieht, ist da durchgegangen und wahrscheinlich auch kognitiv und hat das miterlebt, wie manipuliert wurde, wie Menschen verachtend behandelt worden sind, nur weil sie eine andere Sichtweise hatten, wie dieses Marketingprogramm durchgetrieben wurde. Das sollte mittlerweile jedem klar sein und wenn einer heute im Jahre 2024 oder vielleicht auch 2025 immer noch meint, dass es hier sich um einen medizinischen Notstand gehandelt hat, dann solltest du dich in eine Anstalt einweisen lassen, weil du nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Dann solltest du dich entmündigen lassen, weil du nichts begriffen hast. Oder diejenigen, die das immer noch nachverfolgen, nichts begriffen haben. Die das immer noch davon überzeugt sind, dass es sich hier um ein medizinisches Problem gehandelt hat. Das war eine Marketingkampagne mit einem bösen, üblen Hintergrund, wo wir in den patentierten Vakzinen das Komplementär haben zu dem, was wir im angeblichen natürlich entstandenen Virus gefunden haben. Das Ganze ist im Labor entstanden, das ist durch Böswilligkeit im Labor entstanden. Und das Problem, was die meisten Leute haben, die immer noch auf der Seite der Degenerierten sind, ist das, dass sie so gutgläubig sind und meinen, dass das so viel Böses, und das kann man durchaus verstehen von der menschlichen Seite her, dass sie nicht verstehen oder akzeptieren können, dass es so viel Böswilligkeit gibt oder Dummheit oder Niederträchtigkeit gibt seitens ihrer Mitmenschen und diese Mitmenschen durchaus auch im Familienkreis oder im Freundeskreis, im Bekanntenkreis oder im Kollegenkreis existieren können. Das ist jetzt ein Scheidepunkt, an dem die Menschheit steht.
und wo sie erstmal trennen muss, um wieder zusammenführen zu können. Aber dafür muss erstmal erkannt werden, welch übles Spiel hier gespielt wird. Und die Regenerierten erkennen das mehr und mehr. Und es ist nicht so, dass die Regenerierten die Degenerierten bekämpfen, sondern die Regenerierten versuchen oder sind im Bestreben, Aufklärung zu betreiben. Damit die anderen auch aufwachen. Dieses Video dient auch dazu. Es geht nicht um ein Bekämpfen, denn das, was du bekämpfst, wird letzten Endes stärker, das wächst in deinem Leben heran. Vor allem, wenn du eben dich mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Dreck, mit diesem Negativen, mit diesem Üblen befasst. Da liegt wieder ein plattgefahrener, was weiß ich, Igel oder irgendwas auf der Straße. So. Und die Degenerierten, das sind die, die gewalttätig sind. Die sind verbal gewalttätig, die sind emotional gewalttätig. Sie sind körperlich gewalttätig. Sie sind gewalttätig in ihrer Gesetzgebung. Das sind die Degenerierten. Das zeigt sich durch eine Gewalt, eine Überwältigung, nicht durch einen Konsens, nicht durch etwas, was durch eine Beratung, eine weise Beratung entstanden ist, sondern es ist durch Machtgehabe, durch Machtaneignung entstanden. Und die Degenerierten schaffen sich die Machtstrukturen und die Degenerierten auf der anderen Ebene, auf der noch niedrigeren Ebene, was die Macht anbelangt, das ist ja leider immer noch die Masse, die lässt das Stillschweigen zu durch Zustimmung. Und diese Zustimmung ist entweder eine Stille oder es ist eine, die durch Wahlen ausgedrückt wird. Und wenn du dieses Video siehst und immer noch eine der Altparteien wählst, dann lass dich bitte auch einweisen in eine mentale Institution oder tue irgendwas, wo du Hilfe bekommst, vielleicht vom Psychologen oder von wem auch immer, weil dann hast du immer noch nichts begriffen, wie das Ganze gesteuert wird und wie du ein Opfer im Prinzip bist oder vielleicht bist du sogar ein Mittäter, ich weiß es nicht. So. Die Regenerierten, die immer mehr werden, zeichnen sich eben durch diese Qualitäten aus, um dieses Video noch 32 Minuten auch zu beenden. Die Regenerierten zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbstständig denken, dass sie sich mit Material befassen und dass sie sich auch dauerhaft mit einem Material befassen können, bis sie dieses verinnerlicht haben. Das sind keine Seminarspringer. Das sind keine, die mal hier ein Webinar machen, kostenlos. Es sind keine Leute, die kostenlos konsumieren. Weil sie Wertschätzung zeigen, sich selbst gegenüber und dementsprechend auch Wertschätzung zeigen anderen gegenüber. Sie sind gerne bereit für etwas zu zahlen und sie sind nicht nur blinde Konsumenten von etwas, vor allem wenn sie erkennen, dass Werte vermittelt werden und sie erkennen das so ziemlich überall, deshalb wertschätzen sie so es eben auch so ziemlich überall. Das erstmal als das eine. Das andere ist, sie schauen, wo ihre Nahrung herkommt. Sie pflanzen das selber an. Sie haben eine innige Verbindung zur Natur. Dazu gehört auch das Tierreich. Und dieses Tierreich wird zum eigenen Erhalt nicht notwendig oder übermäßig strapaziert oder missbraucht. Und das findet nämlich auch statt durch den übermäßigen Fleischkonsum, immer noch der prävalent ist in der westlichen Gesellschaft. Diese Menschen konsumieren auch nahrungstechnisch weniger, aber gewählter und hochwertiger. Sie wissen, dass sie weniger Masse brauchen, weil sie mehr Klasse aufnehmen. Das zeichnet auch die Regenerierten aus. Die Regenerierten bilden sich auch generell und ihre Kinder weiter. Sie schicken ihre Kinder vielleicht gar nicht erst zur Schule oder haben einen hohen Teil an Heimschulung. Das heißt, sie nehmen die Schulung, die Ausbildung, die Bildung der Kinder in ihre eigenen Hände und übergeben sie nicht irgendwelchen Fremden, dem Staat, der eine andere Agenda hat, als sie selbst hätten, wenn sie regeneriert wären. Auch das ist wichtig zu verstehen. In der Schule werden die Kinder verdummt, verblödet. Es findet keine Bildung im göttlichen, im natürlichen Sinne statt. Es findet eine Programmierung statt, die die Kinder zu funktionierenden Maschinen in einem System machen, wo dieses System den Selbsterhalt hat. Aber dieses System ist kannibalistischer Natur.
kapitalistischer Natur, kannibalistischer Natur. Das wendet sich gegen sich selbst letzten Endes. Das frisst, das ist der Moloch, der sich von innen selbst auffrisst. Und das sehen wir an der Lebensqualität, die wir haben. Viel mehr Stress, viel mehr Demenz, viel mehr Alzheimer, Familienstruktur zerstört und so weiter und so fort. Und die Regenerierten, die sehen zu, dass diese Trends, die hier entstanden sind über die letzten Jahrzehnte, rückgängig gemacht werden. Verstehst du das? Diese Menschen sind die Pioniere in einer neuen Zeit und sie erleben sehr viel Gegenwind, sie erleben sehr viel Gegenwehr, insbesondere in den letzten Jahren, wo diese künstliche Marketingstrategie namens C19 vorangetrieben wurde. Da ist das besonders deutlich geworden. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Das heißt also, die Degenerierten auf der hohen Ebene in den Machtpositionen und die Degenerierten auf den niedrigen Ebenen in den Mitmacher-, Mitläuferpositionen, die werden immer noch sich aufzeigen, bis der Dreck so sehr an die Oberfläche gekommen ist, dass es wirklich auch dem Letzten klar geworden ist. Und dem Letzten meine ich nicht absolut in der numerischen im numerischen Sinne, sondern im Verhältnissinne, so dass die Skala so sehr rübergetippt ist zur anderen Seite, dass sich das Mächteverhältnis verändert. Und dafür sind die Regenerierten da, dass es immer mehr von ihnen gibt, dass immer mehr ganzheitlich, holistisch, natürlich, inklusive gedacht wird. Und dass die anderen mit eingeschlossen werden, weil nicht gegen sie gekämpft wird. Wo aber im Extrem auf der anderen Seite diejenigen, denen nicht zu helfen ist und die bewusst das System, das ganzheitliche, natürliche, lebensrichtige System bewusst zerstören, dass diese Leute eben aus dem Verkehr gezogen werden. Das muss eben auch, das hört sich jetzt hart an, weil die Gegenseite genauso arbeitet. Aber das muss auch mit in Betracht gezogen werden, wenn jemand nicht mitgenommen werden kann. Und die Regenerierten tun ihr Bestes, um diese Zahl so klein wie möglich zu halten. Denn letzten Endes siegt die Liebe, letzten Endes siegt die Wahrheit, siegt die Weisheit, siegt die Zuneigung. Und all diejenigen, die extrem auf der anderen Seite sind, denen fehlt es eben nur auf dieser Seite. Das heißt, wenn sie von dieser Seite informiert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass sie ihre lebenswidrigen Handlungen einstellen. Jetzt kommt das Kopfsteinpflaster, das weißt du. Kopfsteinpflaster fängt da an, wo die Kirche aufhört. Da hört die Kirche auf. Hier fängt das Kopfsteinpflaster an. Ich bin am Ziel angekommen und ich weiß immer noch nicht, wo das Knarren in meinem Dashboard herkommt. Aber irgendwas knarrt. Egal. Der Aufstand der Regenerierten ist hiermit abgeschlossen. Du weißt, wodurch sich das auszeichnet und du kannst jetzt mal abgleichen und gucken, ob du dich auf der Seite oder wo auf dieser Skala der Degeneration oder Regeneration du dich befindest. Kannst du dich fragen und kannst Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass du mehr und mehr auf die Seite der Regeneration kommst. Weil das ist die Seite des Lebensrichtigen, das ist die Seite des Harmonischen, das ist die Seite des Liebevollen. Dort fühlst du dich wohl, dort findest du Unterstützung und Verstärkung von anderen lebensrichtigen Elementen und dort ist es auch leichter, leichtherziger und dort macht es auch einfach mehr Spaß. Benny begrüßt mich schon, ich muss aufpassen, dass ich nicht platt fahre. Hoppel, hoppel, hoppel. Und da fühlst du dich wohl. Und das war ein Video der Erinnerung und ein Video auch des Aufrufes, dich immer mehr auf die Seite der Regenerierten zu schlagen, dort tätig zu werden und dich dort zu äußern. Wie gesagt, denn dort findest du Unterstützung und dort fühlt es sich eine ganze Ecke besser an. Es wird letzten Endes passieren, es wird für die Degenerierten immer schwieriger werden. Diese hässliche Fratze zeigt sich halt immer noch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, in der Kultur, in der Bildung.
zeigt sich immer noch in den Maßnahmen, die ergriffen werden. Denn es ist mit der Intelligenz des Großteils der Menschheit mittlerweile nicht mehr weit her, was wir gesehen haben an der Reaktion auf diese Marketingkampagne von vor 4 Jahren. Und das sollte wirklich jedem klar sein heutzutage. Keiner sollte mehr glauben, dass es sich hier um irgendeinen medizinischen Notstand gehandelt hat. Und keiner sollte mehr glauben, dass die Politik auch nur ansatzweise auf der höchsten Ebene dein Wohl im Sinne hat. Das geht nur noch um eigene Macht und den Machterhalt, nicht mehr um das Wohl des Volkes, sondern dann, wenn es ums Wohl ginge der Masse der Bevölkerung, würden andere Entscheidungen getroffen werden. Aber auch das kommt an die Oberfläche, das wird langsam wegrasiert, das dauert noch eine Zeit lang. Aber die Regenerierten, die jetzt im Stillen aufstehen, werden auch dafür sorgen. In diesem Sinne, 40 Minuten sind rum. Mein Name ist Helmer Rudolph, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, wenn du es bis zum Ende dieses Videos geschafft hast, wenn du es hörst, hast du es ja geschafft. Freue mich wie immer über einen Daumen hoch, freue mich aber eigentlich immer mehr als über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar, freue ich mich darüber, dass du die lebensrichtige Seite einnimmst, dass du erkennst, welches Spiel gespielt wird, dass du durch die, die dunkle Nacht durchgehst, dass du durch diesen Schmerz durchgehst, dass du durch diesen schmerzvollen Prozess der Selbsterkenntnis durchgehst und dass du auf der anderen Seite siegreich hervorkommst. Und dass du dann in einer Position bist, in einer dauerhaften Position bist, wo du nicht mehr manipuliert werden kannst, wo niemand mehr an dein Energiezentrum, an dein Solarplexus, an dein Energiezentrum herankommt. Und wo dich keiner mehr emotional manipulieren kann, weil du die mentale Hoheit hast. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn du brauchst die mentale Hoheit, um deine Emotionen zu beschützen. Weil dein Gut und dein Unterbewusstsein nimmt an der Beweisfindung nicht teil. Dein Verstand nimmt an der Beweisfindung teil. Deswegen ist es wichtig, sich mit hochwertigen, guten, schönen, erhabenen Dingen zu befassen, dich so zu programmieren, dass letzten Endes dein Unterbewusstsein diese Qualitäten zum Ausdruck bringt und dass du eine Einheit bildest aus Körper, Geist und Seele, die souverän dasteht und die eben nicht mehr ein Spielball der Mächtigen ist, weil du im Prinzip nichts in der Birne hast und dementsprechend emotional anfällig bist. Und das versuchen ja die Medien, das versucht die Werbung, an deine Emotionen ranzukommen, weil das zur Kaufentscheidung letzten Endes beiträgt oder zur Wahlentscheidung beiträgt. Und diejenigen, die wachen Sinnes sind, die sind eben nicht mehr emotional manipulierbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Wie viele es noch geben wird, wird sich zeigen. Nicht mehr so viele, weil Ende Oktober ist dann wieder Schluss. Aber ich denke mal, das war ein längeres und das war ein schöneres. Bis zum nächsten Mal. Teile dieses Video gerne auch. Leite es an andere weiter. Ich möchte hier nicht polarisieren, ich möchte nur auf Dinge aufmerksam machen. Und hier habe ich aufmerksam gemacht auf den Aufstand der Regenerierten, auf den Aufstand derer, die das Wissen sich angeeignet haben, die diesen kathartischen Prozess durchgemacht haben in sich selber, die sich selbst gereinigt haben und die jetzt ganz anders dastehen als noch zuvor. Ich verweise wie immer auf meine Webseiten. Darfst gerne in Anspruch machen von meiner Zeit, von meinen Produkten, von meinen Dienstleistungen. Ist alles da. Wähle etwas aus, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest. Und wenn du Fragen hast, frag, stehe jederzeit zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich wie immer in Peace and Blessings und sage ciao, ciao.